Was ist los, meine Homies? Heute kommt das Video, das ich vor einiger Zeit versprochen habe. Ich bin ein bisschen erkältet. Jetzt spreche ich Deutsch. Oder ich hoffe, dass ich Deutsch sprechen kann, weil ich bin seit fast 6 Monaten in einem intensiven Deutschsprachkurs. Auf einem früheren Video habe ich gesagt, dass ich möchte Dinge zu sagen für dieses Video und sie haben geantwortet. Ich habe viele gute Ideen bekommen, so ohne weitere Umstände, lass uns beginnen. Zuerst sage ich ein paar einzige Worte, das Leute mir gesendet hat. Kernspintomograph. Einfach. Kein Problem. Schützenfest. Auch kein Problem. Okay, ich glaube, dieses nächstes Wort ist mein Lieblingswort auf Deutsch. Waschlappen. Waschlappen. Halluzinationen. Okay, diese sind alle schön, aber einfach. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Es ist sehr schwer für mich zu sagen. Ich hasse dieses Wort. Das andere ist aber nicht so schwer. Gründienstbarkeitsbewilligungserklärung. Keine Ahnung, was das meint. Das deutsche R ist überhaupt schwer zu aussprechen, besonders wenn es am Anfang ein Wort ist. Rainer! Ruf mal den Ralf herein, denn der Ruhm ist hintergerückt. Heruntergerückt. Jetzt machen wir ein paar Zungenbrecher. Diese beiden sind deutsche Freundinnen von mir. Fisches fritzt, fischt, frische Fische. Frische Fische fischt, frisches fritz. Noch einmal. Fisches fritzt, fischt, frische Fische. Frische Fische fischt. Fisches Fritz. Das zweite. Braukleid bleibt Braukleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Braukleid bleibt Braukleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay, a literal translation of that last one into English is wedding dresses stay wedding dresses and blue cabbage stays blue cabbage. Wir gehen weiter. Hinter dichtem Fichten dickicht, picken dicke Finken tüchtig. Zehn zähme Ziegen zogen 10 Centner Zucker zum Zoo. Zehn zähme Ziegen zogen 10 Centner Zucker zum Zoo. 10 zähme Ziegen zogen 10 Centner Zucker zum Zoo. Wuppertäler Waschweiber wollten weiße Wäsche waschen, wenn sie wüssten, wovon das Wupperwasser war. Die Köchin mit dem Tüpfenkopftuch kocht Käpfen im Kupferkochtopf. Ich habe auch diese bekommen, aber das ist ein Dialekt und ich glaube, ich muss zuerst Hochdeutsch lernen. Danach kann ich die 30 Dialekt. Ein paar Leute haben empfohlen, dass ich Happy Birthday auf Deutsch singe. Möchtest du es auf Deutsch hören? Echt? Okay. Happy Birthday to you. Happy birthday to... Nein, ich mache nur Spaß. Most of the time Germans sing the happy birthday song in English, but they do have their own translation. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute, lieb... Ah, ich bin kein Sänger. Viele Leute haben empfohlen, dass ich andere YouTube-Videos übersetze. Das ist natürlich eine schöne Idee, aber für mich, ein ganzes Video zu übersetzen, braucht viel Zeit. Ich werde das bestimmt in die Zukunft machen, aber leider nicht in dieses Video. Zwei Sachen noch. Zuerst lese ich das Gedicht von Friedrich Hölderlin,
Wohl gehe ich täglich. Ich habe nicht geübt. Wohl gehe ich täglich. Wohl gehe ich täglich. Andere Pferde. Bald. Ins grüne Laub im Wald. Zur Quelle. Bald. Zum Felsen, wo die Rosen blühen. Blicke vom Hügel ins Land. Doch nirgend. Leb immer wohl. Es schneidet und kehrt zu dir die Ziele jeden Tag. Und es weint um dich das Auge, dass es helle wieder, dort wo du saumest, hinüberblicke. I butchered that. Okay, zum Schluss. Eine Person hat gesagt, dass ich muss ein bisschen über mich erklären. Ich heiße Sam Walton. Ich hoffe, das ist keine große Überraschung. Ich bin 16 Jahre alt. Mein Geburtstag ist der 5. September. Ich bin hier in Deutschland seit 22. Dezember 2012. Ich habe viele Hobbys, einschließlich YouTube. YouTube allein nimmt viel Zeit, besonders wenn ich ein Video pro Woche mache. Deshalb funktioniert es leider nicht immer. Andere Hobbys sind Fotografie, wie Sie vielleicht wissen, Kampfsport. Ich spiele Klavier und Oboe, Gitarre und Bass auch, aber die sind nur für Spaß. Ich mag auch Angeln, Schießen. Ich bin ein Amerikaner. Chillen, feiern, essen. Und ich spreche Deutsch. Ein wunderschöner Schmetterling!